Ja, hallo Freunde, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von eurem Harry de Jong auf Tour. Ja, wie ihr seht, ich bin hier noch in Heilbronn. Ich bin hier noch beim Kunden und ja, es ist gar nicht mal so viel Platz, wie ihr seht. Ich musste hier hinten abladen, also ein ja, etwas kleinerer Supermarkt und es ist gar nicht so viel Platz, aber auch das haben wir hinbekommen. Ja, und heute würde ich euch gerne mitnehmen auf meiner Tour in Richtung Hamburg. Denn auch da, wir haben jetzt hier die Nacht verbracht, beziehungsweise auch die längere Pause jetzt hier gemacht, mindestens 11 Stunden. Ja, und ich muss dringend nach Hamburg hin, denn der Jack hat bei uns schon wieder in der Dispo angerufen und der macht schon wieder Zeitdruck. Denn ich muss noch in Hamburg den letzten Kunden ausladen. Dort in einem Logistikunternehmen, da denke ich, dass also genügend Platz ist. Und ja, der Jack hat natürlich schon angerufen und die weiteren Frachten müssen raus. Er hat sich das alles ein bisschen anders vorgestellt, dass es schneller läuft. Aber nun ja, ich bin jetzt leider nun mal nur ein einziges Auto, was auf Tour ist für Jack, also zumindest jetzt seitens der HM Trans. Und ja, das wird ein bisschen schwierig. Deshalb wollen wir auch gar nicht so lange schnacken. Handbremse haben wir schon gelöst und schon geht's los auf dem Weg nach Hamburg. Ja, die letzte Folge ist ja geendet mit meinem Unfall. Auch da, das konnte noch geklärt werden. Eine Dame hat sich dann bei mir gemeldet, die sagte, dass sie diejenige gewesen ist mit diesem Unfall und wir konnten dann noch eine ganze Menge regeln. Eine blöde Ausfahrt. Ich werde jetzt mal hier, ja, bevor wir jetzt den nächsten Unfall bauen, ja, fahrt ruhig alle, gebt mir keine Chance hier rauszukommen. So, dann schauen wir mal, dass wir hier wegkommen. Ja, wie gesagt, die Dame hat sich noch bei mir gemeldet. Bezüglich des Unfalls. Ja! Sorry, Stefan, jetzt musste ich hupen. Ja, auf alle Fälle, jetzt bin ich wieder ganz aus dem Konzept raus. Aber die Dame hat sich noch gemeldet. Es war jetzt keine Fahrerflucht. Sie ist nur einmal um den Block gefahren, hat mich dann noch gesehen, wo ich gestanden habe, konnte es regeln. Vorne bei mir sind nur ein paar leichte Kratzer drin. Ich denke, das lässt sich ganz gut wieder beseitigen. Und ja, irgendwie bin ich jetzt gerade so ein bisschen aus dem Konzept gekommen. Ja, auf alle Fälle, das konnte geregelt werden und das passt. Jetzt geht's weiter. Ja, dann bin ich immer noch total sprachlos, denn ich habe jetzt mittlerweile 77 Abonnenten. Das hätte ich nie und nimmer gedacht, dass ich dann 77 Abonnenten mal zusammenbekomme. Also, vielen lieben Dank für jeden einzelnen von euch. Also, ich bin hellauf begeistert. Mich freut das total, dass ich euch mit diesen, ich hoffe, kurzweiligen Geschichten doch unterhalten kann und man dann doch mal so ein bisschen Auszeit vom Alltag nehmen kann, denn ja, es ist ja wirklich nur ein Game. Und ja, deshalb hoffe ich umso mehr, dass ich euch damit sehr gut unterhalte. Aber 77 Abonnenten sind es ja mittlerweile, von daher denke ich, den einen oder anderen wird es halt wirklich gefallen. Ja, dann habe ich euch in der letzten Folge gefragt und schon meldet sie sich, wie ich mein Navi nennen soll. Und der ein oder andere von euch hatte ja ein paar gute Ideen und von daher auch vielen Dank dafür, dass ihr euch da so dran beteiligt habt. Ja, die meisten Stimmen, ich glaube insgesamt sind es zwei, wenn ich da sage, die meisten Stimmen, gingen für Frau Antje. Der ein oder andere von euch kennt vielleicht noch Frau Antje. Es gab damals eine Werbung im Fernsehen, die dann hieß, Frau Antje bringt Käse aus Holland. Und ja, schaut euch vielleicht einfach mal an. Also, ich würde das jetzt dann so dabei belassen und mein Navi würde weiterhin oder würde dann jetzt Frau Antje heißen. Finde ich eigentlich ganz gut den Namen. Jolanta war ja auch noch ein Vorschlag.
Finde ich auch ganz gut. Also da gab es den einen oder anderen Vorschlag, der mir auch gefallen hat. Aber ich würde es jetzt bei Frau Antje belassen. Und ja, das Navi jetzt. Ach, hier sind zwei Linksabbiegerspuren. Dann wollen wir mal nicht die PKWs blockieren hier. Also, wie gesagt, es bleibt bei Frau Antje. Ja, Frau Antje hat auch schon die Route berechnet. Sind von Heilbronn bis Hamburg knappe 600 Kilometer. Mal sehen, ob ich euch die ganze Zeit jetzt mitnehme. Denn, ja, ich muss schauen, wie diese Folge jetzt überhaupt wird. Ja, dann bin ich gespannt, was ihr sagt zum Ton. Ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich zu laut bin, ob ich zu leise bin, denn ich habe mir ein anderes Mikrofon gegönnt. Und ja, da wäre es von euch auch nochmal ganz gut, wenn ihr mir sagen würdet, wie ihr die Tonqualität jetzt findet. Das wäre ganz gut. So, bin ich schon ganz rechts rüber. Jo. Machen wir natürlich. Ja, kommen wir auch schon zu den Kollegen. Es hat sich ja sehr, sehr viel getan. Insbesondere bei der ITL. Da ist ja eine Menge los. Auch diese Woche wieder einmal. Ich konnte leider noch nicht alle Videos schauen. Ich hänge diese Woche total nach, denn ich war beruflich sehr eingespannt. Und werde es in den nächsten zwei Wochen auch sein, da ich in den nächsten zwei Wochen zu einem Lehrgang fahre und auch nicht daheim bin. Ich bin zwei Wochen jetzt komplett auf Achse, um ja, zu einem Lehrgang zu gehen. Und auch da muss ich mir jetzt schon Gedanken machen, wie ich das am besten hinbekomme, um da die nächste Folge Harry de Jong wieder zu drehen. Deshalb, wie gesagt, ich habe noch nicht alle Videos gesehen. Aber bei der HM Trans hat sich eine ganze Menge getan. Was ich so mitbekommen habe, ist zum einen der Michi Meder. Der Michi Meder hat wieder ein neues Video rausgebracht zum Thema Mapping. Auch da konnte ich leider noch nicht reinschauen. Auch da bin ich wirklich der absolute Nerd für. Also ich glaube, ich muss mir das nochmal alles in Ruhe anschauen, damit ich das irgendwann auch mal machen kann. Also grandiose Arbeit von dir, Michi. Micha. Genau, weil meine Eselsbrücke, ich darf immer Michi und Micha nicht vertauschen. Denn Michi ist der Michi Amon von V-Transporter Amon und Micha, der Micha von ITL auf Achse. Meine Eselsbrücke, damit ich die beiden auch nicht verwechsel. Ja, dann bei der ITL gibt es einen neuen Fahrer. Und wenn ich das richtig gesehen habe und mitbekommen habe, ist das der Christian. Der Christian hat in dem Video mit Frank auch schon interagiert. Auch da an dieser Stelle ein Gruß an Frank und natürlich auch an Micha und ja, auch an den Christian. Der Christian schreibt seine Geschichten wohl bei Facebook, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, da auch dir, Christian, ein herzliches Willkommen und ja, viel Spaß beim Geschichtenschreiben. Ich bin genauso angefangen und mittlerweile ja, drehe ich dann doch Videos. Ich hätte es nie gedacht. Never say never, aber ja, mittlerweile drehe ich auch Videos, wie ihr sehen könnt. Ja, willkommen in Hessen. Ja, V-Transporter Amon, der Michi, der ist auch unterwegs. Und wenn ich das richtig gesehen habe, in den ersten Sequenzen, die ich vom Video sehen konnte, ist er auf dem Weg von Prag nach Linz. Und da habe ich so ein paar Feldwege gesehen, über die er da gehoppelt ist. Auch da schöne Grüße, Michi. Ich gebe mir Mühe, die Videos alle nachzuschauen. Aber ich, ja, es ist schwierig, da immer up-to-date zu sein. Ja, wo wir dann gerade bei den V-Transporten Amon sind. Der Luki hat auch ein Video rausgehauen. Und der ist im Nachtflug unterwegs in Griechenland. In Richtung oder in der Nähe von Thessaloniki, wenn ich das richtig gesehen habe. Auch da viele liebe Grüße, Luki. Dein Scania feiere ich ja immer, denn im Gegensatz zu dir
habe ich leider nur 6 Zylinder. Wir bei der HM-Trans müssen noch sparen. Und im Gegensatz zu dir habe ich auch keine 770 PS, sondern doch nur 540. Aber ich glaube, im reellen Leben bist du mit 540 PS auch ganz gut dabei. Ja, hier übrigens auf dieser Strecke hier diese Oberleitung zu sehen, wo dann die Oberleitungs-LKWs fahren. Ich habe das im Real Life auch schon mal gesehen. Es gibt da ja, ich weiß es nicht genau, aber ein oder zwei Spediteure, die sich da mit eingeklinkt haben in diese Aktion. Auch da, ich möchte gar keine Diskussion losbrechen, aber ob sich da ein Elektro-LKW durchsetzt, allein bei dieser Infrastruktur, was man jetzt hier sieht, was man aufbauen muss, das ist schon eine Menge, was man da investieren muss. Ich weiß auch nicht, wie lang diese Strecke mittlerweile ist, wie weit das mittlerweile geht. In Schleswig-Holstein, meine ich, gibt es das auch nochmal, irgendwo oben bei Lübeck. Da ist das auch, da bin ich auch mal gewesen. Ich meine, das da oben irgendwo auf der A24. Ja, machen wir bei den Kollegen weiter. Der JJ hat heute Morgen aktuell eine Folge rausgehauen, denn ich drehe dieses Video gerade an einem Samstagmorgen jetzt hier und es ist Samstag, der 5. November. Wie ihr gemerkt habt, ist mein Video auch nicht wie gewohnt jetzt am Freitagabend rausgekommen, denn ich muss das jetzt heute erstmal aufnehmen. Wie ich mir bereits sagte, war ich die ganze Woche jetzt so angespannt. Ja, super. Überholverbot für LKWs. Ja, was machen wir? Auf den Dicken nehmen und dran vorbei. Ja, ich habe jetzt aber auch keine Lust mit 63 da hinterher zu fahren. Dann nehmen wir die 120 Punkte und einen Punkt und schießen doch mal dran vorbei. Ach ja, hier ist auch zu Ende. Als wenn ich es geahnt hätte. Ja, jetzt weiß ich wieder nicht, wo ich stehen geblieben bin. Ich glaube, bei JJ bin ich stehen geblieben. Der JJ hat ein Video rausgebracht und vergleicht die beiden Maps, die es zurzeit im ETS gibt, die viele nutzen. Auch da jetzt gerade von uns, von der HM-Trans, von V-Transporter Amon und natürlich auch von der ITL auf Achse. Die ERN-Map und die Pro-Mods hat der JJ verglichen. Interessantes Video. Auch da, JJ, schön, dass du mal einen DAF XF 106 fährst. Kann ich dir nur empfehlen. Ein sehr schickes Auto. War ich sehr zufrieden mit bei der HM-Trans. Aber da, aufgrund der ganzen Umstrukturierung, ihr wisst ja alle, wie es gelaufen ist. Da auch viele Grüße, JJ. Ja, du hast dein Video aktuell heute Morgen rausgebracht. Ein paar Sequenzen konnte ich auch da schon sehen. Ja, wir sind über 3000 Kilometer voneinander entfernt. Das mit dem Kaffee wird sehr schwierig. Aber auch da schöne Grüße hoch in den Norden. Da ich ja jetzt auf dem Weg nach Hamburg bin und noch nicht weiß, wie es genau weitergeht, wahrscheinlich werde ich wohl Richtung Marseille müssen. Vielleicht klappt es, dass wir uns irgendwie doch mal begegnen. Dann gibt es aber auch einen ausgiebigen Kaffee. Da müssen wir bei der Dispo mal sagen, dass wir mal einen ganzen Tag ausspannen wollen. Ja, und dann sind wir auch schon beim Stefan, denn Stefan on the road ist auch im Norden unterwegs. Er ist in Bergen. Er fährt diesmal Mercedes. Eigentlich habe ich mal gedacht, die einzigen Sterne, die man so kennt, sind die am Himmel, aber ja, Stefan, ich bin gespannt, ob du dann den Mercedes nochmal abgeben möchtest und wieder zurück in deinen MAN möchtest oder ob du weiter dem Mercedes treu bleibst. Mal sehen, mal schauen. Da bin ich gespannt. Ja, last but not least in der HM-Trans. Ich hoffe, er verzeiht es mir, unser Hermi. Unser Hermi hat eine Niedersachsen-Map rausgebracht. Er hat die Map rausgebracht, sondern ein Video zu dem Map. Zu dem Map, mein Gott, was ist heute los mit mir? Ein Video zur Map, eine 1:3 Map. Und ich habe die selbst auch schon mal gefahren, die Niedersachsen-Map. Ich finde sie ganz gut, aber sie ist jetzt nicht so die Map, wo ich sage, Mensch, das ist der Burner. Trotzdem finde ich das immer ganz toll, dass es da Modder gibt, die sich da so viel Mühe mitgeben.
um uns damit zu bespaßen. Weil das finde ich halt so realistisch wie möglich, das zu gestalten, finde ich schon sehr, sehr cool. Ja, das hat der Hermi rausgebracht, das Video. Schaut es euch einfach mal an, wenn ihr diese Map nicht kennen solltet. Niedersachsen-Map. Ja, und ich glaube, jetzt habe ich dann alle soweit erwähnt. Asche auf mein Haupt, falls ich jetzt einen nicht erwähnt haben sollte. Aber da auch wieder ganz, ganz liebe Grüße gehen natürlich an alle raus. Ja, den Raimi habe ich jetzt noch nicht erwähnt. Das fällt mir gerade noch ein. Aber ja, als Ex-Kollege, lieber Raimi, sieh es mir nach. Ich habe dich trotzdem ganz gern. Ja, wie hast du immer gesagt, Küsschen aufs Nüsschen. Auch da, Küsschen aufs Nüsschen geht natürlich raus. Aber ja, da der Raimi jetzt da eigenständig ist in Rotterdam, ja, habe ich ihn jetzt dann doch nicht erwähnt. Aber ja, auch da, Raimi, ich drück dir die Daumen. Ja, was bist du denn für einer hier? Auch da, Raimi, ich drück dir die Daumen, dass alles so gut läuft, wie du dir das vorstellst. Ja, ich glaube, jetzt habe ich auch schon wirklich ununterbrochen gequatscht. Was mir alles so eingefallen ist heute, ist ja Wahnsinn. Auch da nochmal, ich versuche das wirklich annähernd frei Schnauze zu machen. Weil Notizen machen, weiß ich nicht, liegt mir nicht so. Deshalb hoffe ich, dass ich wirklich keinen vergessen habe. Ach, Tracker Andal, genau. Wenn ich noch so ein bisschen nachdenke, Tracker Andal. Der Tracker Andal hat auch ein Video rausgebracht. Habe ich aber noch gar nicht gesehen. Auch da, sorry Andal, ich arbeite nach, aber es ist wirklich eine Vielzahl an Leuten, denen ich beim ETS folge, auch beim ATS folge und ich gelobe wirklich Besserung, aber manchmal fehlt mir echt die Zeit. Also ich wäre manchmal froh, wenn meine Tage so 28 oder 30 Stunden hätten und dann würde ich manchmal vielleicht doch nicht damit noch auskommen. Also ja, wenn ich jetzt nächste Woche zu dem Lehrgang fahre, werde ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln dort anreisen. Und vielleicht habe ich dann ein bisschen Zeit, in der Bahn das ein oder andere Video nachzuschauen, dass ich da wieder auf dem aktuellen Stand bin. Ja, dann sind wir gerade auch an dem Punkt. Ich weiß nicht, wann mein nächstes Video erscheint. Ich gebe mir Mühe, dass ihr das wie gewohnt nächste Woche Freitag bekommt, aber ja, ich muss halt wirklich hinschauen, wie ich das hinbekomme in der gesamten Woche. Und ja, ich hoffe, dass das irgendwie klappt. Oh, Überholverbot für LKWs. Jetzt zieht der Kollege noch raus. 60 für LKWs. Denn wir befinden uns hier in den Kasseler Bergen. Und hier wird total gerne geblitzt. Wie ich ja bereits immer schon sagte, ich möchte das eigentlich immer recht realistisch gestalten. Mache ich das auch mal so, dass das annähernd so passt. Ja, da vorne der Kollege überholt dann auch noch ganz kräftig. Auch das passiert leider im Real Life. Diese Woche auch noch erlebt. Wo ich mir dann immer denke, ob das Überholverbotsschild nicht heißt, rote LKWs dürfen keine schwarzen PKWs überholen. Vielleicht interpretiere ich das ja auch falsch. Mag sein. Ja, sind wir schon im nächsten Bundesland in Niedersachsen. Ja, ganz so weit dürfte es auch nicht mehr sein. Hamburg, Bremen, Hannover. Ich schaue mal. Ja, mittlerweile haben wir 13 Uhr. Kommen recht gut durch. Eigentlich ein Leben auch da wieder auf der A7. Sieht es natürlich ganz anders aus. Ja, diese Woche auch bei uns in meinem Bundesland, wo ich hier wohne, in Nordrhein-Westfalen, ein schwerer LKW-Unfall auf der A46. Da ist ein LKW gegen den Brückenpfeiler gerast, aus noch bislang ungeklärter Ursache, so wie die Polizei es in der Pressemitteilung rausgegeben hat. Und ja, die Bilder, die man da sehen konnte, sahen sehr, sehr schrecklich aus. Auch da, ich kann immer wieder nur sagen, das, was wir YouTuber hier, wenn ich mich überhaupt schon YouTuber nennen darf, aber wenn wir hier das versuchen zu zeigen, das ist nur ein ganz, 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 ganz kleiner Abriss von dem, was im täglichen Leben da draußen los ist. Also,
Das kann das alles gar nicht widerspiegeln. Auch hier klar, das Verhalten der KI. Auch da gibt es draußen Bescheuerte, die genauso blöd fahren wie hier die KI. Aber alles in allem, das kann das nicht widerspiegeln. Und deshalb meine Videos auch. Ich möchte da auch immer appellieren, wie ich ja bereits schon mal erwähnt habe, an mehr Respekt für Lkw-Fahrer. Denn ganz, ganz viele machen davon einen ganz, ganz tollen Job. Auch da, nicht alle benehmen sich im Straßenverkehr so, dass man sagt, Mensch, es sind doch keine Partner im Verkehr. Ist der ein oder andere Haudegen dazwischen, ja. Aber das gibt's überall. In jedem Beruf, unter allen Verkehrsteilnehmern, bei Radfahrern, Fußgängern, mittlerweile ganz viele E-Scooter-Fahrer. Von daher, dieses Game hier, es kann wirklich nur ganz, ganz gering widerspiegeln, was draußen eigentlich los ist. Ja, jetzt mit 74 hier auf der A7 zu fahren, weil da vorne der Kollege immer noch überholt. Das könnte auch im Real Life so sein. Mittlerweile, jetzt kommt Überholverbot Ende. Ja. Oh, er ist sogar auf der ganz linken Spur, auf der dritten Spur. Ist noch besser, ist im Real Life absolut verboten. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, dürfen auf die ganz linke Spur keine Fahrzeuge über 3,5 Tonnen. Nicht länger als 7 Meter. Und ohne Anhänger. Aber auch da kann ich euch sagen, im Real Life erlebt man auch immer wieder die tollsten Dinge. Übrigens ausgenommen von dieser Regelung sind Busse. Also Busse dürfen sehr wohl auf die ganz linke Spur. Ich meine es damals auch so gelesen zu haben, dass dann da extra drin steht Ausnahme Kraftomnibusse. Das bedeutet ja die Abkürzung KOM, Kraftomnibus. Das ist auch noch so ein altes Amtsdeutsch. Ja, wird auch wohl nicht geändert. Das heißt immer noch Kraftomnibus. Und die dürfen dann auf der ganz linken Spur fahren. Ist manchmal auch sehr schwierig. Denn wenn ihr mit eurem Auto mit 140, 150, vielleicht auch nur 120, 130 angefahren kommt und ein Bus zieht auf die ganz linke Spur, der dann ja 100 fährt, weil er auch abgeregelt ist, das ist schon mal eine Hausnummer, ne? Also, ja, da muss man gegebenenfalls doch schon mal ein bisschen in die Eisen gehen, ne? Ja, auch da im Real Life, ich habe alle Führerscheine. Ich darf aktuell alles fahren. Ich habe auch da die Berufskraftfahrer-Qualifikationsgesetz-Nachweise. Diese sogenannte 95, wie es dann im Volksmund heißt. Mittlerweile ist es ja eine Karte. Früher wurde es im Führerschein eingetragen oder wird ja auch noch eingetragen. Aber zusätzlich braucht man auch noch eine Karte dann dazu. Ja, ich bin auch im Besitz einer Fahrerkarte. Also ich habe alle aktuellen Qualifikationen und... ja, wie der ein oder andere von euch weiß, fahre ich auch hin und wieder im Real Life auch LKW. Von daher, die ein oder andere Strecke, auch hier wie sie ist, kenne ich dann auch aus dem Real Life. Und deshalb kann ich dann auch immer schon die ein oder andere Anekdote erzählen. Oh, die ITL auf Achse, hier ist sie unterwegs. Aber, ja, ein Subunternehmer. Es war nicht der Micha oder der Frank. Ich glaube, der Christian fährt kein neues Fahrzeug, wenn ich das gesehen habe, sondern der fährt einen älteren F2000, also einen MAN F2000. Ich weiß da auch nicht, ob das jetzt sein Auto ist. Also wie gesagt, ich konnte mir die Stories auch da noch nicht anschauen. Werde ich nochmal nachbessern, aber schaut da auf alle Fälle auch mal vorbei. Auch gerade nochmal in der Virtual Trucker Stories Gruppe bei Facebook, denn da sind in Anführungsstrichen, nicht falsch verstehen, die ganzen Haudegen alle vertreten und da seid ihr immer up to date. Ja, dann ja, die Mona wollte ich auch mal erwähnen, die auch immer fleißig hier kommentiert. Viele Grüße gehen auch an dich raus, Mona. Ja, vielen Dank, dass du auch immer die Videos von mir kommentierst. Scheinbar gefallen sie dir ja auch. Von daher viele Grüße. Und natürlich auch an alle anderen, die immer wieder mein Video
kommentieren. Timo, der PC-Fernfahrer. Ja, auch an dich, schöne Grüße. Auch da vielen lieben Dank, dass du immer wieder die Videos kommentierst und auch likest. Es macht mir Spaß, dass es euch gefällt. So, Soltau haben wir jetzt hier schon. Ja, ich denke, ich nehme euch mit bis Hamburg. Es ist jetzt nicht mehr allzu weit und da machen wir noch die letzten Meter gemeinsam. Auch da ist es 15.04 Uhr mittlerweile. Ich habe den Mod hier angestellt, aktuelle Tages- und Nachtlänge. Ja, und wie es halt draußen auch im Real Life ist, es wird jetzt hier langsam dunkel. Beziehungsweise setzt die Dämmerung ein. Wie ich auch da in einem Video erwähnt habe, ich mag den Herbst nicht, ich mag den Winter nicht. Ich bin eher so der Frühling- und Sommertyp. Deshalb, ich werde auch nochmal hier mir Gedanken machen, dass ich hier nochmal den Herbstmod anstelle. Aber eigentlich gefällt mir das sehr gut hier. Jetzt aktuell 19 Grad. Das ist eine Temperatur, da komme ich ganz gut mit klar. Das mag ich auch im Real Life. Ja, was gibt sonst noch Gutes? Schönes Abendrot hier, ja. Ja, wie ich ja erwähnt habe, nächste Woche schauen wir mal, wann ich das Video rausbringe. Ich hoffe auch, dass jetzt noch ein paar Abonnenten dazukommen, dass ich den einen oder anderen damit mit dem Video doch noch begeistern konnte. Aber auch da 77, also ich bin wirklich jedem Einzelnen dankbar. Also ganz, ganz toll, dass ihr auf meinen Kanal gestoßen seid. Ich bin schwer davon begeistert. Als ich meine Stories noch bei Facebook geschrieben habe, da waren es dann auch mal 10, 11, 12 Likes, wo ich gedacht habe, ja, wow, super. Aber dass ich mal mit Videos, die ich hier mache, 77 Abonnenten bekomme, hätte ich nie gedacht. Auf meiner Facebook-Seite, die ich habe, die auch hier verlinkt ist in meinen Kanalinfos, sind es irgendwie jetzt 85 Follower, die ich habe. Auch da, ja, viele liebe Grüße an jeden Einzelnen von euch. Hätte ich auch nie gedacht, als ich damit angefangen bin, aber ja, ich denke, durch den ganzen Support, den ich auch erhalten habe, insbesondere da, durch die Kameraden der HM-Trans, die Kollegen der HM-Trans, nicht Kameraden, und auch da die Unterstützung von ITL auf Achse, von Micha und von Michi, von V-Transporter Amon. Also da muss ich auch wirklich sagen, ihr habt mir sehr, sehr viel geholfen und sehr, sehr viel Support geleistet, sodass ich halt wirklich auch ja, die Möglichkeit habe, hier diese Videos zu machen. Ohne euch ja, hätte ich mich wesentlich mehr reinfuchsen müssen. Deshalb ja, einfach an dieser Stelle nochmal ein riesengroßes Dankeschön an euch, dass ihr auch die Geduld da habt, mit einem Nerd wie mir ja, auch da den Support zu geben, dass selbst ich das hinbekomme, ja, ein paar einigermaßen vernünftige Videos zu machen. Oh, herrlich, der Sonnenuntergang, hinten die Kranbrücken zu sehen von Hamburg. Finde ich super, macht Spaß. Das gefällt mir. Wunderschön. Ich versuche mal schnell einen Screenshot hinzubekommen. Vielleicht kann ich den ja als Thumbnail nehmen für das Video. Oder auch hier die Kranbrücken. Sieht schick aus. Ja, auch da, ich hätte nicht gedacht, dass ich euch jetzt wirklich direkt mitnehme bis nach Hamburg, dass ich diese ganze Zeit die ja, die Story in eins durchfilme, ohne dass ich jetzt noch einen Cut machen musste. Aber da merke ich dann immer wieder für mich, wie schnell doch so ein Video wieder vergeht. Schon angekommen in Hamburg hier. Und ja, ruckzuck hat man etliche Minuten an Videomaterial voll und ich bin immer sehr erstaunt, dass ich das dann doch schaffe, die ganze Zeit so zu quasseln,
dass ich alles raushaue an Infos, was mir gerade so in den Kopf schießt, ohne dass ich mir Notizen mache. Ja, wunderschön. Ja, auf der ProMods ist Hamburg jetzt nicht ganz so groß wie auf der ERN. Also das, so, wie heißt es noch? Speditionsgrün. Da ist Hamburg wesentlich größer gestaltet. Finde ich dann auch besser, aber ja, ich bin momentan noch der ProMods treu. Vielleicht schalte ich da auch mal um. Ich habe in meinen anderen Profilen, die ich hier noch zusätzlich zum ETS habe, auch die ERN installiert, sodass ich da auch dann natürlich mal fahre, um mir das anzuschauen. Und da fahre ich natürlich auch hin und wieder meine Strecken, ohne dass ich das filme. Und ja, einfach mal so ein bisschen abschalten. Ich habe auch überlegt, ob ich euch die Tage auch mal ein ATS-Video zeige. Muss ich mal schauen. Auch da dürft ihr total gerne in den Kommentaren drunter schreiben, ob ihr mal ein ATS-Video sehen wollt. Ja, mal schauen. Ja, dann, was ich euch noch ans Herz legen möchte, ist der YouTube-Channel Max auf Achse. Und das ist diesmal jetzt kein Channel, der was mit ETS zu tun hat, sondern das ist ein Däne, der mit seiner Familie in den USA unterwegs ist, mit seinem Scania 770. Der macht total klasse Filme. Das gefällt mir super. Mittlerweile sind jetzt 6 Teile rausgebracht. Schaut einfach nach Max auf Achse und schaut euch diese Videos an. Ich finde das einfach toll. Er ist mit seiner Familie in die USA gefahren. Er hat jetzt ein neues Projekt und wird mit seinem LKW die... ja, mache ich. Wir sind übrigens bei der ITL hier. Und der wird ein Video drehen und wird die ursprüngliche Rallye Paris-Dakar nachfahren mit einem Scania 8x8. Also da schaut er mal rein. Ich bin da so fasziniert von diesem Max auf Achse. Wie er die Videos gestaltet, wie er sie macht, das finde ich einfach phänomenal. Also das ist ein Träumchen. Da bin ich so ein Fan von geworden. Schaut euch das mal an. Also ein absoluter Traum. So, hier ist glaube ich das Büro, so wie es aussieht. Ich werde jetzt hier mal an die Seite fahren. Ich bin da übrigens Oldschool-Trucker, auch da im Real Life. Man kann nicht einfach auf ein Betriebsgelände fahren, ohne sich da vorher anzumelden. Aber hier ging es natürlich jetzt nicht. Denn hier hatte ich mitten auf der Straße gestanden. Und ja, wir sind angekommen. Ich denke, da vorne muss ich irgendwo rein. Ja, genau, da ist auch der Eingang. Dann machen wir mal das schöne Auto aus. Ja, ich weiß, ich habe das Licht noch an. Dann machen wir das auch mal aus und ja, vielen Dank, dass ihr mich begleitet habt auf der Fahrt von Heilbronn nach Hamburg. Ich hoffe, es hat euch wieder mal Spaß gemacht. Ja, kommentiert, liked, sofern ihr zuschaut und noch kein Abo habt, abonniert gerne auch diesen Kanal und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert die Glocke, dann seht ihr auch, wann nächste Woche mein neues Video rauskommt. Und ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald. Euer Harry de Jong.